Wir werden uns im letzten Teil dieser Serie noch das T-Stück anschauen, oder T-Adapter. Ich habe hier einen T-Adapter, ganz einfach. Das Schöne an diesen Dingen, sie sind relativ günstig und sind im NF-Bereich, also im tiefen Frequenzbereich oder im DC-Bereich, um als Spannungsteiler zu funktionieren, ganz gut. Ich werde Ihnen rasch zeigen, wie das funktioniert oder eben nicht funktioniert. Ich nehme dazu wieder mein statisches, virtuelles Netz, 50 Ohm Teil, Speisegerät, das wäre ein Gerät mit 50 Ohm Eingang, und schalte jetzt mein Ohmmeter ein, hänge hier das Ohmmeter an und sehe da, wir haben 50 Ohm. Wunderschön. Diese 50 Ohm, die sind jetzt okay, solange wir hier ein statisches Element haben. Es ist dann auch noch so, wenn ich jetzt ein zweites anhänge, ein zweites Gerät, eben um zu teilen, was passiert? Ich habe dann nur noch 25 Ohm. Es ist eben ein Spannungsteiler ohne Anpassung. Das Verrückte ist jetzt, wenn ich hier eben nicht ein statisches Teil anhänge, sondern zum Beispiel mein Signalgenerator. Wenn ich den Signalgenerator anhänge, mache ich wieder dasselbe. Und jetzt haben wir komische 41 Ohm. Ich habe jetzt 10 kHz eingestellt. Sollte auch 50 Ohm sein, aber sobald wir da mit Frequenzen arbeiten, funktioniert das eben nicht mehr. Wenn ich jetzt irgendwie eine andere Frequenz einstelle, zum Beispiel 60 kHz oder 100 kHz, dann variiert das eben immer ein bisschen. Und das ist, ja, plötzlich habe ich dann 50, und das ist eben frequenzabhängig, weil wir dann Reflexionen haben. Und die Reflexionen gehen hier in den Mittelpunkt und verändern eben die Impedanz. Jetzt, wenn ich hier zum Beispiel ein Oszilloskop anhänge, dann gibt das auch irgendwie 27 Ohm, also völlig falsch angepasst. Und das Resultat ist dann auch, dass ich eben anstelle von 224, ich habe 0 dB eingestellt, 224 Millivolt, dann habe ich eben noch nicht 224 Millivolt, sondern etwas völlig anderes. Nämlich, schauen wir das rasch an. Man kann es glaube ich lesen, 720 Millivolt habe ich jetzt auf meinem Oszilloskop. Also etwas, einen völlig anderen Wert, und das kommt daher, dass wir keine Impedanzanpassung haben. Ich mache nun dieselbe Geschichte mit dem Divider, den wir auch schon vorgestellt haben, wieder mein virtuelles Messgerät oder Eingang, dann hier das Multimeter und hier ein fiktiver zweiter Ausgang 50 Ohm. Das kann eben ein Oszilloskop sein, ich kann das dann machen, ich werde jetzt ein Oszilloskop anhängen, wir haben jetzt aber genau 50 Ohm und nicht irgendeinen anderen Wert. Wenn ich jetzt hier das Oszilloskop anhänge, haben wir immer noch 50 Ohm. Und wenn ich jetzt hier anstelle meines fiktiven Teils den Signalgenerator anhänge, haben wir auch immer noch annähernd, ja, 50 Ohm. Was ich jetzt mache, ich kann jetzt hier auf, irgendwie geht es auf 90 oder 100 kHz, das spielt keine Rolle. Wir haben da eben perfekte Anpassung. Und jetzt habe ich immer noch 50 Ohm. Ob ich jetzt 100 kHz habe oder 200 kHz, da variiert nichts. Also man sieht jetzt sofort, dass eben ein T-Stück zwar für Niederfrequenz ganz lustig ist, aber für Hochfrequenz oder für höhere Frequenzen einfach Reflexionen entstehen und komplett falsche Anpassungen. Deshalb nochmal den Rat, also ein T-Adapter, ein T-Stück, kann man durchaus für DC, also für als Spannungsteiler, als Spannungsverteiler auf zwei verschiedene Geräte im absoluten Niederfrequenzbereich vielleicht brauchen. Am besten eigentlich überhaupt nicht, außer bei DC. Und sonst würde ich eben einen Divider empfehlen für solche Geschichten. Schönen Dank für diesen Blick ins Labor. Das war der Abschluss einer kleinen Serie von verschiedenen Hilfsgeräten im Labor.